Willkommen zurück bei Assassin's Creed Part 76. Wir, glaube ich, nehmen lieber mal das Pferd. Und fahren Ella. Mit unserem Pferd. Nein, wir reiten. Genau, ich muss noch ein Fragezeichen in so einer Region machen, wo ich gerade bin. Oder ich bin gerade nicht in der Region. Ich war wegen dem Schmied gerade woanders, aber ich komme da jetzt wieder rein in die Region. Und dann, wenn ich da bin, gehen wir nach... Erstens niemand Schaden, sprich mit Hippokrates. Und ich sag das, der Typ vom Hippokratischen Eid. Ja, das macht man so. Man reitet mitten durch ein Lager. Hast du gut gemacht. Ja, und den ein... Sind das da Steine? Ich dachte kurz, das wären Tiere, die da rasten. Okay, das ist hoffentlich... Oh, Scheiße. Nein! Ich dachte, das ist hoffentlich nur so ein Ableger, aber... Komm, du riechst mich nicht. Ich bin nicht da. Da ist das Rätsel. Da ist der Schatz. Da ist der Befehlshaber. Perfekt. Ist der Hund auch wieder weg? Komm ich auch nicht. Ich schwimme hier nur. Oh nein, mein Pferd wird gejagt. Deswegen bringe ich dich jetzt um. Jetzt noch den Befehlshaber umbringen. Auch das mache ich mit dem Schleichangriff. Plus irgendwie... Ja, ich muss gleich wiederkommen. Ich muss den noch plündern, das wäre noch ganz geil. Nee, mach ich doch nicht. Ich hau einfach ab. Ich hau jetzt ab. Tschüss. So. Ich komme da auch nicht wieder hin. Ist mir jetzt zu doof. So, ich habe hier jetzt alles abgeschlossen. Ganz ehrlich, ich bezahle die jetzt einfach. So, weiter geht's. Wir müssen jetzt... Ach du Scheiße, das dauert ja ewig. Erstens, lieber einen Schaden, schreibe ich mir erstmal auf, was so jetzt die Quest heißt. So, dann weiß ich auch, was ich mit meinem Fähigkeitspunkt machen möchte. Ich möchte hier diesen zweiten Atem verbessern. Sorry. So. Ja, okay, der Rock ist nicht wirklich besser. Gut, dann können wir das erstmal so lassen. Ich weiß nur, ah ja, genau, auf der Karte. Also, Idee wäre... Ah, hier müssen wir dieses... Ach komm, das machen wir später, das Fragezeichen. Wir gehen jetzt hier hin und gehen dann geradewegs Tal des Richtspruchs da durch. Ach nein... Ich muss erstmal abhauen, weil ich da irgendwie noch zu sehr in Gefahr bin. Okay, ich bin auch fast tot. Ich sollte ein bisschen aufpassen, wo ich jetzt lang. Jetzt sollte es gehen. Das war natürlich falsch. Mhm. Los, hierhin reisen, dann können wir da runterspringen. Hier runter.
Drüm. Nein. Wow, sie hat das überlebt. Krasser Scheiß. So, dann gucken wir mal, was hier ist. Die Gegend wird gut bewacht. Okay, nur Schätze plündern. Oh, scheiße, da sind auch noch Soldaten drin. Nein! Perfekt. Und wie habe ich das bei Assassin's Creed Odyssey nie gemacht? Origins hieß das. Oh, Skelette. Interessante Deko. Geil, das nehmen wir alles mit. Fauliges Fleisch unter Wasser, ist doch lecker. Das kauft mir bestimmt jemand ab. Nein, nein, hier ist niemand, hier ist niemand. Hey, ist dir nicht aufgefallen, dass hier jemand tot ist? Mir erstmal den Schuss. So, und jetzt den letzten hier. Den fällt halt auch echt nichts auf. Perfekt. So, jetzt können wir weitergehen. Jetzt bietet sich das doch da an. Wir nehmen jetzt eigentlich so Luftlinie oder wir gehen jetzt so grob in die Richtung, wo wir hin müssen, nehmen aber immer zwischendurch noch... Scheiße, muss ich jetzt hochklettern? Nehmen aber immer noch die Fragezeichen mit. Ja, ich muss hochklettern. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Aber wahrscheinlich gibt es noch einen Hinterausgang, weil wie kommen sonst die Banditen hoch? Die sind ja nicht so geile Assassinen, die so klettern können. Deswegen keine Ahnung, was die machen. Mhm, das sieht wieder nach einem Tempel aus oder auch so im Lager. Ist ein Lager. Scheiße. Obwohl, da zählt einfach jede Wache, die du ausschaltest. Den mache ich bestimmt nicht. Scheiße, der darf auch nicht hinter mir her sein. Muss verdammt gut aufpassen. Haben wir eine Kultistenwache ausgeschaltet. Jetzt den hier. Ja gut, man muss einfach im richtigen Moment drücken und dann lange halten. Ja, nächste Wache hier. Perfekt. Gehen, ich komme wieder, ich komme wieder. Kein Problem, ich komme wieder.
Weiß nicht, ob die wissen, wo ich bin. Hau ab! Können die jetzt mal aufhören, mich abzuschießen? Danke. So, perfekt. Dann laufe ich jetzt hier lang. Hol mir noch den anderen Schatz. Und dann muss ich die beiden noch und dann passt es schon. Da sind die. Siehst du das Arschloch? Nee. Ich werde jetzt nicht nachher. So, wir gehen jetzt einfach so hin. Perfekt. Kann ich. Nee, da kann ich leider meine Pfeile nicht zurückbekommen. Schade. Nächster Ort. Okay, wir machen das noch, weil dann haben wir in dieser Region schon alles gemacht. Weil ich versuche das ja auch so nach Regionen abzuarbeiten. Und dann sind wir mehr von diesem Kopfgeldjäger weg. Auf den habe ich nämlich eher weniger Lust. Oh nein, ich wollte Alt drücken. Schätze und Befehlshaber ausschalten. Fuck. Schaff dich weg mit. Hey, wer ist da? Niemand. Dass jetzt der Befehlshaber kommt. Dann mache ich auch auf den Attentat. Oh nein, noch einer. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, der geht woanders lang. Okay. Okay, ich komme wieder. Kommen wieder. Oh Mann, ich wollte mich verstecken. Da muss ich auf jeden Fall gleich wiederkommen. Der hat geil geleuchtet. So, als ob es da gute Schätze gibt. So, gleich finden die mich nicht mehr. Jetzt muss ich nur noch ein Gebüsch finden, wo ich mich verstecken kann. Keine Ahnung, gegen wen die da kämpfen. Übrigens, ein Fluss bei uns hat so einen riesen Baumstamm angespült. Schon überlegt, ob man das irgendwie da abtransportieren kann nach Hause als Brennholz, aber es ist so fett. Ich glaube nicht. Ah, da ist der andere.
Ja, ich muss gleich unbedingt den Kopfgeldjäger bezahlen. Das mache ich aber nach dem Kampf. Ah, schade. Ich dachte, das war auch so ein lieb Bäumchen. So, wenn ihr alle außerhalb seid, ich den Befehlshaber getötet habe. Ich muss mich verstecken. Nee, musst du nicht. Die sind alle nicht da. Du kannst sie jetzt alle nach und nach ausrauben. Du darfst halt nur nicht den Bärenkäfig öffnen. Wo ist der Schatz? Okay. Hä, wo ist der jetzt? Ach, der ist da oben. Okay, okay, okay. Nee, mein Leben ist nicht vorbei. Ihr seid ausgeraubt, habt euren Befehlshaber verloren. Und keine Ahnung, was ihr jetzt machen wollt. Ich gehe jetzt noch dahin. Und dann könnt ihr mich mal... Nein, ich habe keinen Bock, gegen den Hund zu kämpfen. Ich habe auch gerade den Steinklotz nicht mitgenommen. Auch eigentlich sehr dumm. Aber ich nehme die Waffe, die ich vom Anfang an hatte, nehme ich die ganze Zeit mit. So, den würde ich jetzt gerne hier bezahlen, den Kopfgeldjäger. Ich brauche gerade kein Licht. Dann sehen die mich doch nur schneller, denke ich. Okay, das war mit Gewehren auf Spatzen schießen. Was brauche ich hier? Zwei Schätze und Banditenanführer. Das heißt, das ist eine große Höhle. An Höhlen finde ich ja auch fast am geilsten immer... Oh, wieso komme ich ja nicht mehr raus? Dieses Metall, was es da gibt. Okay, da oben ist der eine Schatz. Perfekt. Hier. Und wahrscheinlich ist da oben, wo der Typ gerade langgelaufen ist, der andere Schatz. Was ist da los? Nichts. Komisch. Ich sollte mal nachsehen. Meine Augen spielen mir einen Streich. Hey! Bleib zusammen. Scheiße, was kann man gegen Vergiftung machen? Das dauert nicht mehr lange. Mein Leben ist vorbei. Fuck. So, alles nochmal neu.
erwischen lassen. Okay, alles nochmal neu, aber... Ich weiß jetzt, dass ich aufpassen muss und den einen wirklich nur töten. Geflickte Banditenschienen. Wow. Fuck. Okay, gegen die darf man echt nicht kämpfen. Ich muss jetzt erstmal wieder aufladen. Fuck. Oh Mann, diese Höhle ist zu schwer. Ich muss auf diese Frau unbedingt ein Attentat machen, die ist sonst zu krass. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Da, das hier möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Und schon habe ich verkackt, weil die mich vergiftet haben. Habe ich irgendwas gegen Gift? Ich muss mich erstmal aufladen. Und ich klettere am besten jetzt ganz nach oben, um von da aus zu kämpfen. Komm, den Schatz kann ich gleich töten. Nehmen, wenn alle tot sind. Oh nein, jetzt werde ich direkt eingeäschert. Okay, ich muss alle nacheinander machen. Und ich verstehe nicht, warum die Banditenanführerin so we need next try, letzter try, danach ist der Part vorbei. Wir stellen keine Fragen. Dann brauche ich eine Pause und dann geht es im nächsten Part damit weiter. Ich nehme am besten dann gleich mal Sprengpfeile. Das. Nein, ist das nicht. Aber jetzt gehe ich erstmal in die Argus, speichern und dann komme ich wieder. Ich habe ja gelernt.
Ja, dann komme ich da jetzt halt raus. Ist mir auch egal, da muss ich eh hin. Jetzt warten wir mal kurz, bis wir speichern können, bis sie sich wieder auflädt. Ich bin auf jeden Fall nicht... Ja, jetzt kann ich speichern. So, dann haben wir schon mal wenigstens ein bisschen Fortschritt gemacht. So, jetzt geht's wieder... Ich muss mich vor der Lady verstecken. Soll die doch kommen, ich will ein Attentat machen. Komm, was mache ich da? Doch, kann sie. Ach, die kommen einfach nicht durch dieses Loch, okay. Okay, wir nehmen Brandpfeile. Und hoffen, dass wir einfach deren Lager abfackeln. Warum fackelt das nicht zu Ende ab? Das ist ja eine Scheiße. Eigentlich ist Brennen viel geiler als Sprengen. Ist eigentlich gerade entspannt, ne? Hauptsache, die kann mich nicht mehr vergiften. Das war ja immer das Problem bei der. Okay, dann muss ich erstmal neue Pfeile herstellen. Ich habe kein Holz mehr! Okay, was wir als nächstes machen, ist doch klar. So leicht kommt die mir nicht davon. Als nächstes brauche ich Holz. Im nächsten Part sammeln wir nur Holz. Oh nein, wieder hinlegen. So, komm, hinlegen. Ja, hier ist aber jetzt irgendwie auch keiner mehr. Am Anfang waren da irgendwie mehr. Haben die jetzt Leute geholt oder was? So, jetzt gehen wir natürlich an dem anderen Ort raus. So, das nehmen wir noch mit, aber eigentlich brauche ich jetzt ganz dringend Holz. Wie kann denn mein Holz alle gehen? Okay, ich habe noch nie so viel mit Pfeilen gearbeitet in diesem Spiel. So. Ich hoffe, hier ist irgendwo Holz. Auf jeden Fall mit diesem Anblick lasse ich euch jetzt mal kurz alleine. Wir speichern und es geht im nächsten Part weiter. Tschüss!